zusammen. Willkommen zurück zu Divinity mit Andy, Arkes und Steven. Und ich glaube, wir müssen wieder durch das Portal, oder nicht? Habt ihr da oben noch was entdeckt? Was ich nicht entdeckt habe. Hier ist noch was hinter dieser großen Gesichtswand. Oh. Ich probiere gerade, ob man das irgendwie umgehen kann. Hallo. Stimmt. Hat irgendjemand was gefunden, was er da in diesen Schädel da reintun kann? Sieht aus, als ob man da irgendwas reinmachen kann. Also ich kann zumindest nicht mit interagieren. Ich hab einen Edelstein, bitteschön. Was war das für ein Edelstein? Edelstein. Ja, Edelstein halt. Hatte ich gefunden. Loot. Wer hat Hydrosoph? Ich. Bitteschön. Ich habe ein göttliches Schild gefunden. Dann identifizieren wir das mal. Meins. Guck mal bitte, ob du das wirklich willst. Niemals. Er muss jetzt bei dir schauen. Ja, klar. Das Seven Savior? Gib dir das erst raus, wenn du es wirklich brauchst. Es hat weniger Armor, aber es hat geilere Stats drauf. Na, Flat Armor ist glaube ich besser. Okay. So. Dann nehme ich's. Hat irgendjemand den Wegpunktschrein aktiviert bei Tears and Delius? Tempel von Amalia, Tempel von Ralik, Strand, Rachefestung, Akademie der Sieben. Nee. Wo wollen wir hin? Nicht ganz deutlich auf der Map, aber. Welches denn? Nee, wir müssten jetzt wieder zu Tears and Delius zurück. Den Rest haben wir, glaube ich, gemacht. Ich gehe jetzt zu Tears and Delius. Ja, ich hab den. Hä, warum kann ich nicht anklicken? Irgendwie hat den niemand aktiviert. Luna geht, Hamanet. Dann port ich mal zu Tempel von Ralikendorf hin. Ach ja. Laufen. Ja, ich hole aber mal den beim Lima geht, bis wir dann noch was brauchen. Das war wieder schlau von uns. Ah ja, und da oben schreit nur irgendwer rum. Lass ihn hier erwischen. Du bist ganz allein. Ach, die Wölfe da raus. Und auf dich gestellt. Schnauze und Dolch. Da könnten wir auch noch hingehen. Ich aktiviere nur kurz den. Ja, ich will jetzt erstmal eine Storyline jetzt hier fertig machen hier. Ja. Bist du sicher, dass du das willst? Du bist zum Baum. Mir egal. Baum, wir speichern Baum, vorher. Ich glaube nicht, dass sie mich jetzt in einen Baum verwandeln werden. Ich bin mal gespannt, was passiert, ja. Okay, ist aktiviert. Der letzte Waldtiger ist hier noch. Oh, cool. Ist das sowas wie das letzte Einhorn? Der sieht aber geil aus. Eyes closed. The tiger seems to be praying. Der sieht echt cool aus. Der gefällt mir. Willst du lieber ein Waldtiger werden? My hide, my stripe, my streak. All of us, but I fell dead in the mist when the two legs had their war. I pray to thee to bring us back, to save us from our end. Ja, wie soll ich dich denn zurückbringen, Gisela? To listen to a voice you cannot hear. If the covenant be in good faith, O black-winged god, and all the forest tigers shall return, then I shall accept your... Was? Dein? Wenn die Vereinbarung in gutem Glauben steht, oh schwarz geflügelter Gott und alle Waldtiger zurückkehren, akzeptiere ich. Sie soll mich bestimmt töten. She opens her eyes and turns to you. Or what? Shall you kill me with your fog of death like you did my cousins? This is our only chance to live. Überreden. Erfolg unmöglich. Das ist wohl der letzte Waldtiger. She closes her eyes. A low growl rises in her throat. They all shall die, my king.
king. War ja klar. And I shall. She stares directly at you and bears. Wird jetzt nochmal ein bisschen versiftbar, oder? The she-elf. Mit der Elfe. Warum, du dummes Ding? Ja. Ja, und jetzt ist aber nicht nur der Tiger mit uns. Nee, nee, die sind gelb, die sind nicht alles gut. Böse. Nur okay, der fortliga Tiger. Darf ich den doofen Tiger töten? Musst du ja wohl. Warum rotten wir jetzt hier auf einmal Spezies aus? Wenn Benny sich schon mit allen anlegt. Ja. Der Elf ist schuld. Als ob ich das wollte. Hättest einfach mal den armen Tiger in Ruhe gelassen, ne? Er hat nur so ein bisschen vor sich rumgemurmelt. Aha, du musst auch so ein bisschen vor dich rum. Da, du darfst die Tierhaut behalten. Danke, das ist so nett von dir, dass du da so Rücksicht drauf nimmst. Das ist hier der Altar von Tirsandelius. Wo? Das bisschen Blattgelump hier. Wo? Oh, dann lass mich mal rein. Geh mal weg. Russell, a gentle murmur on the breeze. You leap, the scent fills your mind, and your vision starts to swim. You blink, and find yourself standing in a dark glade. On the wind, you hear a whisper, Godbroken. You turn towards the voice, and see the broken body of a fawn. A raven is perched upon its head, pecking at the glory hollow that once held its eye. Warum sind eure Götter alle so scheiße, ey? When the body twitches, Godbroken. It whispers. The raven turns its gore-streaked beak towards Was hat sie gemacht? Its eyes are a deep bloody red. Godbroken. It croaks as it takes to the air. So the fawn's breathing is shallow and ragged, but it nudges a stone Was towards you. Leaning down, you pick up a round white rock. Tschüss und Delius danken und gehen. Das the deer's ist breathing schön. Is labored, its mouth moving in vain. You lean in close and it whispers, run. As you pull back from the dying creature, you feel a cold, heavy thump on your shoulder. You look up into the fierce red eyes of the raven. I see you, Godwoken, it croaks. I see you. The blood-flecked beak lunges at your eye, and you feel it. You feel it tear through the lid, and crack against bone. You stumble back, grasping at your face. Your eyes are fine, but the altar is changed, with a crescent moon hacked into the wood. As you leave, you can't shake the dull thudding ache in your eye. Was zum Geier ist das? Meine Güte, das war so eine nette alte Frau, die hat ja noch vom Tee eingeladen. Ja, ne, das war. Ihr hackt euch hier gegenseitig die Augen aus, ey. Mein Gott. Geh jetzt erstmal zum Baum. Alles Barbaren. Jetzt wird's spannend. Baum, Baum, Baum. Hast du dir schon überlegt, was für Blätter du haben willst? Ja, grüne. Grüne. Blödkopf. Mehr so Ahorn oder Eiche oder. Können es auch pinke Blätter haben? Tja. Oder blutige Blätter. Ist einfach verlangt, dass man dich nur noch mit Blut gießt. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst davor, was jetzt passiert. Ganz ehrlich. Kommt erstmal alle rein. Ich bin drin, aber ich bleib hier oben stehen. Will dich bei deiner Baumtransformation nicht stören. Zwerg, du hilfst mir, falls es nicht mehr anders geht, ne? Du hackst ihn. Genau, ich warte, bis du im Baum bist und dann zücke ich die Axt. Ich bereite auch schon mal meine Feuerspells vor, so ein bisschen anzünden. Oh, ich habe das Herz gegessen und sie wollte das. Ups. Sibyl, your actions cause great pain to the mother. Warum hast du das gegessen? Weil ich konnte. You cause great pain to yourself. Ja, but now you are here. The mother forgives. Okay. It is time jetzt for you to fulfill your destiny. You are the prime scion. You are the daughter of the mother tree. You are the one that will replace her. You must take root now. The mother is sick. Soon she dies. It is time. The elves need a new mother. They need you. Take root. Hast du abgespeichert? The mother demands it of you. Dass wir die Elfen retten, ganz gleich welche Folgen sonst noch haben wird. Du denkst, du solltest es annehmen. Baum, 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 yes, Baum. Sibyl, you are the prime scion. Accept. Oh Mann, oh Mann. Okay. Bless you, Sibyl. I bow before the mother. Now close your eyes and listen to the heart. Become one with the heart. Yeah, you close Baum. Your eyes and hear the great ancestral heart beat louder and louder in unison with yours. You feel as if your mind,
once but a single palace, becomes a city, then an empire, then a whole world filled with every morsel of knowledge and power ever accumulated by any elf since the birth of the species. It's daunting. It's too much. It's far too much. It's das kann gar nicht viel sein. Nein, das ist perfekt. When you open your eyes, you know you're no longer the same woman. You're more. You're a people. It's fate and its future. You feel it, don't you, Sibyl? You are now our heart. Go on from here to become our god as well. Du hast immer noch keine Rinde. Ich hab eine Fähigkeit gelernt. Verwurzelt. Und jetzt töten wir den Baum? Ich schieß schon mal drauf, ja. Ich hab irgendwas gekriegt. Ich hab jede Menge neue Dinger, Plätze gekriegt hier. Falschschaltungsdinger. Nicht töten, das ist jetzt, bin jetzt ich. Hört auf, mich zu töten. Das war aber doch eigentlich der Plan. Nein, nein, der hat sich gerade geändert. Ich bin jetzt wichtig. Ich klick mal das Herz an. Kann sein, dass du aus dem Maul kriegst, wenn du sowas machst. Tell her the mother tree must die. Nein. Finger weg von meinem Ding. Aber wenn du jetzt der Mother Tree bist, können wir den alten Mother Tree doch töten, oder? Tja, die... Weißt du, wir könnten halt auch dich töten. Ja, aber ich bin kein Baum. Lass den Baum. Also es sind jetzt drei dafür, den Baum zu töten. Nein. Geht aus meiner Höhle. Ich glaube, mein Finger rutscht ab. Was hast du denn jetzt für Skills bekommen, na? Irgendwie eine Fähigkeit, die nennt sich verwurzelt, aber ich finde sie nicht. Das ist wahrscheinlich eine passive Fähigkeit. Kommt, Freunde, gehen wir. Aber ich will ihn töten. Nein. Kannst du deine eigene Story einmalen, wenn du spielst? Ja, wenn du K drückst, findest du die nicht? Nee. Nein. Okay. Aber passive müsste dann irgendwie ein Talent sein. Ja, ich denke, ja. Weil ich habe auf einmal viel mehr Gedächtnisplätze frei. Also muss ja irgendwas gewesen sein. Ja, guck mal unter Talente oder Kennzeichen oder sowas. Verwurzelt, da. Gib dir 3 Gedächtnisplätze. Ah. Seht ihr, sag ich doch. Aber warum können wir den Baum jetzt nicht töten? Das finde ich jetzt auch ein bisschen enttäuschend. Ich auch. Der hat doch gesagt, dass der Baum alle Elfen versklavt hier, die blinde Wiese. Ja, die ist eine doofe Nuss. Ich gehe jetzt petzen zu Sahila. Wo ist Sahila denn? Dass du den Baum nicht getötet hast. Ist Sahila hier in der Nähe? Naja, ich glaube, die ist weg. The Mother Tree calls you, Godwoken. Wollen wir noch zu den Wölfen gehen? Ja. Wir haben noch 7 Minuten. Oh, ein Handschuh. Zum Identifizieren. Ich bin der neue Baum der Elfen. Hört alle auf mich, ich werde euch alle retten. Aber Hauptsache, wir haben erstmal ein komplettes Elfenlager ausgerottet, weil du gesagt hast, du willst nicht zum Baum werden. Ja, die waren ja auch fanatisch. Und wir haben den letzten Waldtiger getötet. Ja. Das war der allerletzte. Das war einfach dumm. Nie wieder welche geben. Wölfe! Red mal mit denen. Hallo. Hey, ihr beiden. Nett. Hallo. Hi. Schnauze. Two black ring wargs, heaving stinking mounds of gristle and wargs, die Wölfe. Puppies with a large crimson gem. Streichel den Wagen. Smells good. They lick their lips, the gem forgotten. For now. You lift the gem. It's both hot and cold. Within the stone, stars seem to shine. It's mesmeric. You slide the gem into your pack for later. The wargs still hungrily eye the dangled meal. The wargs tear the flesh apart, and you turn away. I was angry. Me too. What was we doing? Can't remember. Me neither. Let's go chase rabbits. Yeah, all right. Nah. Die Arschlöcher. Nah. Ich habe irgendeinen komischen Edelstein gesammelt. Ah, toll, das ist nur ein Rubin. Wow. Ja, da sind aber Sterne mit drin. Und wir suchen noch ein Taschenuniversum. Hallo? Was?
Inspekt den mal. In der Beschreibung stand gerade drin, dass da Sterne im Inneren des Rubins schimmern. Stimmt. Ach so. Gut, dass ich euch dabei halte. Diese Zusammenhänge würde ich gar nie immer kapieren. Guck mal, hier siehst du im Übrigen, welche Altare wir schon aktiviert haben. Da fehlt dann noch ein bisschen was. Ja, na, fehlt auf alle Fälle... was fehlt denn noch? Eigentlich dürfte nur noch einer fehlen. Der Goblin-Schrein. Oh nein, wir müssen uns die Zeichen merken. Wir hätten uns merken müssen, was eine Sonne ist, was ein Mond ist und so weiter. Akis, hattest du letztes Mal nicht das aufgeschrieben? Ja, ich glaube, das war aber unterschiedlich. Verdammt. Also ich weiß, dass die Echsen hatten den Mond. Diese Sonne hier. Duna, weiß ich gerade nicht. Ork hatte einen Mond. Tyr Sindelis hat auch einen Mond. Was hatten die Elfen? Meine Alte, ich glaube, das hier. Kobold waren wir nur noch gar nicht, oder? Es gibt ja nur zwei verschiedene Sachen, oder? Es gibt nur diesen Mond oder die Sonne. Genau. Okay, ja, dann glaub, bei den Zwergen war es der Mond, oder? Ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Ja, ich glaube schon, das bei Zwergen war es Mond. Orks hatten. Okay, warte, ich muss hier einen Dingsdrum draufpacken. Orks hatten Mond oder eine. So, was hatten die? So. Ich glaube Sonne. Ich glaube, das war nicht richtig. Ich glaube auch. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich wollte das nicht. Wir können ja erstmal noch zu den Kobolden gehen. Okay. Lass mal zu dem Koboldgeist mal zurückgehen. Okay. War es mit den Kobolden nicht das, wo wir das Taschenuniversum brauchen? Ja. Oh, hier ist ein Hase übrigens. Wollten Sie den nicht jagen? Warte. Hase! Hase! Komm her! Ja, jagen wir jetzt den Hasen anstatt die Wölfe. Oh Mann! Schneid den Weg ab! The bunny gives you a dazed look, like she's not all there. Yeah, what, wow! What a shock! Yeah! Huh? What? Oh, hi! So, yeah! Hey! Here's the thing. Finding. Don't get too close to the sticky out thing with the shape thing near the door. Thing's dangerous. What? Yeah, du mir auch. Oh man. Wo war denn das blöde Taschenuniversum? Wo war denn das nochmal, Arkis? Kannst du mir gleich teleportieren? Einfach zur grünen Pyramide. Gott. Aha, ich stehe neben dir. Schon dann die ganze Zeit. Ach, da. Ich muss mal den Sockel da. Na dann. Ein empty padded. Okay. Ein empty pedestal. Nein. Vielleicht musst du mit dem Sockel interagieren. Nein. Das ist das nicht. You wonder if this is what you think it is. The stars swirl. Es geht. Das ist wieder nur weg. Nehmt mal Kristalle da wieder runter. The face dissolves and the stars begin to swirl. Ready, come inside. And so too does your head. Nope, weg. Wow. A whole realm. Was zur Hölle? Ah. Was? Jetzt habe ich diesen scheiß Stein eingesteckt. Er hat das Universum eingesteckt. Ich bin dann in dir, oh nein. Im Bande des Orion. Das verkaufe ich jetzt bei irgendeinem Händler. wie kommt man da jetzt rein? I'm in a hurry here. Wie war denn das? Kann man es vielleicht einfach zu Benny teleportieren? Aber ich könnte Tschüdelüt. Wo zum Geier sind wir hier? Wäre echt passiert, wenn ich den Rubin jetzt in die Tasche gesteckt hätte und mich dann rein teleportiert hätte. Wäre das Universum im Universum. Seid ihr auch alle geslowt? Ja. Jo. Hier ist man verlangsamt, scheinbar. Hier sind so lustige Schalter auf dem Boden. Machen die was?
wir schon. Hier ist noch ein Schalter. Was zum Geier? A chicken is not the answer. Answer search continues. Also das Hühnchen ist nicht die Antwort. Nur schon mal zur Info. Aber Leute, ich glaube, wir müssen jetzt leider die Folge an dieser Stelle beenden. Wenn ihr wissen wollt, was das hier alles auf sich hat, dann müsst ihr morgen wiederkommen. Nee, morgen, nee, ich glaube, es wird jetzt eine Weile kein leider nichts kommen, weil wir Gamescom und Urlaub haben. Aber danach wieder. Guck mal, Steven, ich habe vielleicht noch was Cooles Neues für dich. Schau mal, ob das was für dich ist. Ja, würde ich nehmen. Gut. So, dann beende ich hier die Folge. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal und bleibt schön feurig. Tschüss. Tschüss.